Ja, mein Schatz. Die habe ich alle in die Wäsche getan, weil die waren alle nass und feucht. Ja, mache ich. Was machst du da? Hm? Erzähl, was ist los heute? Hm? Irgendwie sind wir den ganzen Tag, ganzen Vormittag, wir haben jetzt 10.30 Uhr oder so, am Bedürfnisse stillen. Alle haben Bedürfnisse. Ich habe Betten bezogen, aufräumen. Es war ja hier Sturm, orkanmäßig. Es hat geregnet die ganze Zeit. Das Vorzelt ist mega matschig. Ja, aber jetzt hat sich alles beruhigt. Es ist wunderschön draußen wieder. Genau. Und das, ja, durch diese ganze Matsche und Feuchtigkeit habt ihr gerade mitbekommen, ich musste alles in die Wäsche schmeißen. Ein Teil konnte ich aufhängen, weil einfach die Luft so feucht war. Ne? Normalerweise ist es hier sehr trocken gewesen. Zum Beispiel, wenn wir in Österreich oder so das Vorzelt aufgebaut hatten, dann war da immer alles voll Feuchtigkeit am Himmel, an der Decke und so. Und das war hier eigentlich nicht. Es ist sehr trockene Luft, obwohl wir Dezember haben. Aber jetzt war die so feucht. Oh mein Gott, durch diesen ganzen Regen. Es hat die ganze Zeit geregnet, gestürmt. Und jetzt klart es auf. Ab 18 Uhr heute Abend ist wieder Regen. Und die Zeit müssen wir maximal nutzen bis dahin. Ich bin immer noch nicht geduscht, wollte ich eigentlich machen. Wir haben jetzt schon 10.38 Uhr, aber wir haben schon gefrühstückt und gespült und ich räume jetzt hier gerade so ein und ihr wisst, wir reisen ja weiter und sind am Ausmisten. Wir haben ja schon Livias Kleiderschrank ausgemistet und so. Wir müssen ja immer aufs Gewicht achten und natürlich auch auf Platz, ne, in so einem Wohnwagen. Da merkt man sofort, wenn man nicht regelmäßig ausmistet, sage ich euch. Also, und wir misten aus. Einmal diese Mickey Mouse Thermos-Tasse, die ist von Livia, aber eigentlich brauchen wir die nicht. Wirklich nicht. Deswegen fragen gleich andere, ob die haben möchten. Ich habe auch schon mal gesehen, dass manche Familien, wenn so viele Familien campen, einen Tauschtisch machen. Das fand ich auch richtig cool, aber dafür sind hier jetzt nicht genug da. Da ein so ein Einmachglas, das kommt weg. Wow, was machst du denn da? Wollte niemand haben, aber... Die Kuss hat sie voll gerne genommen, die Mutti beide. Ach, hier hast du... okay. Ja, super. Ja, ist doch schön. Wenn die das brauchen, dann musst du es nicht wegschmeißen. Und bei uns sieht es schon viel besser aus. Wir haben auch eine Pfanne aussortiert. Ja. Sollen, ne? Aber die war ja, da war ja diese Emaille-Zeug kaputt. Wann, wisst ihr, wie heißt denn das? Deswegen haben wir die weggetan. Das aber, ja, egal, jetzt sieht es hier so aus. Keine Pfanne mehr hier drin. Hier hinten, guck mal, wie geräumig die sind, die Schubladen. Das ist immer unser Dressingglas. Hier haben wir zwei Lok und Lok. Und die obere Schublade, unsere ganzen Schüsseln. Das habe ich hier gekauft. Fand ich so praktisch für... wenn man mal Kidneybohnen oder Mais abschütten muss mit einer Schüssel drunter. Haben wir noch nicht einmal benutzt, aber hier haben wir auch die große Außenspüle und dann schütten wir da immer ab. Wenn wir wild campen, glaube ich, werden wir das noch benutzen. Ja, und halt ein paar Becher, genau. Also nach und nach wird ausgemistet. Wir sind jetzt seit Ende Oktober unterwegs. Jetzt ist fast Mitte Dezember, also ich würde jetzt mal schätzen 6 Wochen. Und schon ausgemistet. Aber wir haben ja auch einige Sachen gekauft. Ne? Livia hat 2 Jogginganzüge bekommen. Gestern hat Calvino wurde neu eingekleidet. Und da muss man immer wieder mischen. Hallo! Mischen, auswechseln. Mischen, sage ich, weil Bernd hat Kräuterbutter angesetzt. Die wollte ich jetzt mischen. Deswegen habe ich mischen gesagt. So, die ist jetzt nämlich so langsam. Kann man die ein bisschen bewegen. Man kann das schon mal durchziehen. Wir wollten heute den Grill anmachen. Wir haben ja immer noch Brennholz, das verbrauchen wir auf. Und wo wir hinfahren, hier nach, hier ist ja bei Alanya, ist ja die wärmste Gegend in der Türkei. Wo wir hinfahren, habe ich gerade gesehen, ist ab nächste Woche minus 3 Grad nachts. Brrr, kalt wird das, ne? Kalt wird das nächste Woche. Hallo! Oh oh! Hallo! So, genau, dann machen wir heute den Grill an. Reis mit Linsen.
So, gibt's dabei. Wir haben Krautsalat und Gyros und einen großen Salat. So. Man ist eigentlich den ganzen Tag, wenn man hier ist, am Rödeln, am Putzen, am Aufräumen. Die Wäsche läuft jetzt, die kann ich gleich aufhängen. Ich hoffe, die wird trocken, weil es halt so feucht ist immer noch. Naja, so, jetzt wasche ich mich erstmal und ziehe mich an. So, ich schnapp mir die Kinder und gehe ans Meer. Das Murphy wollte laufen. Kannst du ihn an die Hand nehmen? Super. Ich brauche nur einmal Hilfe. Die kleinen Kinder nach unten, diese steile Treppe. So, ich bin auch gewaschen. Hat jetzt geklappt. Super. Ja, was macht ihr da? Ja, fein! Komm her! Komm, kleiner Puschel! Komm her! Krumpli, Krumpli! Da, ja, ich warte nur, dass Murphy isst noch ein bisschen Gras. Und ich muss gleich die Wäscheleine umspannen. Ich weiß nicht, warum ich eine Sonnenbrille auf habe. Ja, wir hängen gleich die Wäsche da unters Dach. Da muss ich erst unsere Wäscheleine umparken. So, wir haben schon fast gegessen und dann ist uns eingefallen, wir müssen euch zeigen, was wir Geiles haben. Nimm ruhig. Wir haben Kofslofs, wie auch immer man das ausspricht. Coleslaw oder so. Das hat der Bernd gemacht. Ich habe gerade gehört, das wird im Norden anders genannt. Wie wird das genannt? Farmersalat. Farmersalat. Okay. Das ist Brokkolisalat, Mais, Bohnen, Gyros mit Sauce Hollandaise, Reis mit Linsen, Knoblauchbutter, gegrillte. Hast du nichts gesehen? Yum, yum, yum. Wir müssen auch Dekorationen dahin machen, wenn wir da jetzt aufgeräumt haben. Nicht so andere sehe. Die haben mal so richtig schön dekoriert, die Camper. Wir haben eine Weihnachtsgirlande oben am Ventilator. Wer hat dekoriert? Was? Wer hat dekoriert? Andere, die man so im Internet sieht. So, die haben die Wohnwagen oder Mobile so richtig schön dekoriert. Und bei uns ist, da haben wir keinen Platz für. Auch kein. Ich fühle mich auch eigentlich nach Weihnachten. Ja, aber auch generell irgendwie so Blümchen oder so. Wir haben nur unsere Grünlilie mitgenommen. Weil die wird ja nicht überleben. Erzähl mal lieber, dass du regelmäßig Fünfer hier findest. Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde immer. Ich finde auch voll viele Münzen hier immer. So ein. Habe ich auch. Die weggeschmissen, auch in der Stadt voll oft. 1TL, 5TL findet man sehr oft hier. Mein 5TL, das sind ja 25 Cent. Eine Pfandflasche ist das. Ja, oh, ich nehme die mit. Das ist ein Schein, ne? Ich nehme auch eine Münze mit. Ich habe jede Münze bisher auch. Ich auch, ja. Das sind schon 60, 70 Lira in der Türkei, die ich gefunden habe. Diese 1TL-Münzen, die sehen aus wie 1 Euro. Ja. Nur, dass halt 1TL auch in Bulgarien mal 10 Cent sind. Ja, Kroatien war das mit den Konis. Lange war für viele Rufen. Ja, Kleingeld finden wir hier echt viel. Ihr seid dreckig. Ja, also wir haben jetzt gegessen, dieses wunderbar geile Buffet. Jeder hat ein bisschen was dazu getan. Das war richtig, richtig lecker. Man nämlich so die Frage, gehen wir essen oder holen wir essen oder machen wir Reste essen? Und wir haben uns für Reste essen entschieden, weil wir eigentlich noch voll viel da haben. Ja, und dann habe ich Wäsche aufgehangen eben und Bernd hat hier die Ecke da weiter aufgeräumt. Jetzt glaube ich, schläft gerade die Maus ein. Ja, und dann haben wir Mittagspäuschen. Wir wollten eigentlich draußen grillen. Also gegrillt haben wir natürlich draußen, aber essen meine ich. Und dann war es fast fertig, dann fing es an zu nieseln. Aber war ja gut, dass wir das Vorzelt haben, weil wir hatten die Möglichkeit, wir hätten alle da drin essen können oder haben alle da drin gegessen. Es hat zwar dann nicht geregnet, aber wenn es geregnet hätte, wären wir alle trocken geblieben.
Ja. Komm, Smurfy, wir beide, wir gehen jetzt mal eine Runde. Eine große Runde. Hm? Genießen das trockene Wetter. Und die Ruhe und die Zweisamkeit. Komm, Smurfy. Es fängt an zu regnen. Komm, Etty, wir gehen einmal zum Wasser. Boah, das Wasser kommt zu uns. Boah. Die sind so wild, meine Güte. Das kommt nicht so rüber, wie es wirklich ist. Das ist wirklich wild, das Meer. Smurfy! Es kommt wieder Wind auf. Aber es war ja auch gesagt, für 4 Tage war Sturmwarnung. Es ist noch nicht so wild, aber es könnte was werden. Wir schauen mal. Ganz schön stürmisch. Ja, komm, Livia, wir gucken mal, was das Stockbrot macht. Boioioi. 1-2 Stunden später jetzt. Und ja, es wird stärker. Stürmischer. Auf jeden Fall. Mal gucken. Ich sage immer mal gucken, ne? Ist ja klar, dass man gucken muss, ob es noch schlimmer wird. Ja, ich komme. Ich lege noch mal ein Holz drauf. Ich habe nämlich versucht, das Stockbrot, den Teig, einfach hier drauf zu legen und mit dem Rest, ja, das ist so eine Gelpaste als Grillanzünder haben wir hier bekommen. Hier einfach mal sowas drauf. Ich dachte, es bleibt noch Spüli ins Feuer. Ich habe mich halt gefragt, was der macht. So. Willst du anzünden? Ja, gerne. Das sieht man nicht, das Feuer, wenn man das anzündet. Ja, pass auf, das ist tückisch, wenn man es nicht sieht. Happy, du hast es berührt mit dem Finger, mit dem Daumen. Jetzt brennt er gleich. Oh oh. Oh oh. Ja. Boah, die Asche fliegt voll vom Wind. Ja. Meine Güte, was ist denn hier? Gleich mal. Jetzt sieht man das auch. Ja. Okay, dann müssen wir nur noch eine Stunde länger warten für unser Stockbrot. Wir haben wieder Knoblauch gegrillt. Jetzt ist der Strom wieder da. Super. Ach, habe ich euch auf Instagram erzählt und mitgenommen. Bernd macht drin unser großes Licht. Ihr seht es schon. Neben dem Müllbeutel hat er die LED-Leiste wieder dran gemacht. Die alte ist nämlich eines Nachts runtergeknallt. War auch noch nicht so richtig gut verlegt. War nur so provisorisch. Und Smurfy dachte dann, dass, was weiß ich, er muss uns beschützen. Ist total ausgerastet, hat gebellt. Ich habe es nicht mitbekommen, zum Glück, ich habe geschlafen. Ja, und wir warten eigentlich nur, dass der Strom kommt. Ich wollte nämlich hier eben was braten. Und zwar Reis mit Ei wollte Livia essen, ne? Mache ich dir jetzt? Ei. Eier. Eier, genau. Eier möchtest du essen, die brate ich dir jetzt. Und weil Bernd hier noch zugange ist und am Verzweifeln, so wie es aussieht. Nicht am Verzweifeln. Es war schon zusammengebaut. Ja, jetzt kommen die Eier. So, okay. Ja gut, Feuer brennt jetzt auch. Kann ich gleich mein Stockbrot weitermachen. Einmal Reis mit Ei. Und das gibt's in einem Chai-Glas, ne? Zeig mal deinen Löffel. Das ist auch ein Mini-Chai-Löffel. Der ist richtig praktisch für dich, ne? Ja, und da steht jemand wie bestellt und nicht abgeholt. Smurfy, möchtest du rein? Komm. Eier hast du, ne? Eier. Sind die lecker? Heiß, ne? Komm, Smurfy. Komm. Hier, Smurfy. Komm. Hopp. Geh schlafen. Er ist tot müde. Mehr. Mehr Reis. Was passiert?
mal gesehen, ein Video, da haben die eine Zitrone so gequetscht, die ganze Zeit. Und dann haben die ein Loch reingemacht oder zwei, ich weiß nicht mehr. Und dann konnte man den Saft so ausgießen. Ja, fühl mal. Und weil ich gleich Hummus machen möchte, brauche ich Zitronensaft. Da kam mir der Gedanke. Und damit ihr was lernt auf meinem Kanal, dürft ihr dabei sein, bitte? Du willst wissen, was ich machen möchte? Hummus. Und da brauche ich Zitronensaft. Livia, gib her, gib her. Nein, 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 zerstör sie nicht. So, wie machen wir ein Loch in die Zitrone? Heute mit einem Hering. Ja? Moment! Okay. Wenn ich jetzt feste drücke, dann platzt das auf, das Loch. Ah, jetzt, 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 ey, wow! Warte, also man muss noch ein bisschen drin rumrühren. Ja, Moment. Ja, mach ich. Ich komme, ich muss eben meine Zitrone auspressen. Du hast Eier, ne, Livia? Es geht. Wow! Aber ehrlich gesagt, normales Auspressen ist einfacher. Ich habe mal ein Video gesehen, wie jemand ein Loch in eine Zitrone gemacht hat. Also vorher gerollt. Und dann kann man es so auspressen. Also es geht schon. Papa ist am Auto. Guck mal, den siehst du hier, Livia. Hier durch. Kannst du ihn sehen? Er hat Papa das Auto vorgefahren. Wir haben heute eine Sturmwarnung bekommen per SMS. Und das hat der Papa mir wohl auch erzählt. Aber ich habe wohl nicht darauf reagiert. Oder ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Jetzt kam gerade der Nachbar und hat das nochmal erzählt, dass eine Sturm- und Hagelwarnung für morgen kam. Und ich so, Und dann sagt der Bernd, ja, habe ich auch gekriegt. Und ich so, warum hast du mir das nicht erzählt? Er sagt, habe ich dir erzählt. Warte mal, Livia. Kannst du das mal eben halten? Halt das mal fest. Ja, und wir hatten ja jetzt hier Sturmwarnungen und so schon vor 2 Tagen für die nächsten 4 Tage. Aber wir hatten noch nie so eine SMS bekommen. Und dann hat der Bernd gesagt, er hat ein schlechtes Bauchgefühl. Und wir hatten uns vorgenommen, auf dieser Reise immer auf unser Bauchgefühl zu hören. Ja. Jetzt heißt es Vorzelt abbauen. Es ist jetzt gerade trocken. Wir bauen es ab. Wir wissen noch nicht, wann wir es wieder aufbauen. Wir bleiben jetzt halt noch ein paar Tage hier und besichtigen dann noch ein paar Dinge. Also es wird erst, ich weiß nicht, ob dieses Jahr nochmal aufgebaut wird. Ich hoffe es. Weihnachten hätten wir es doch gerne aufgebaut. Naja, ich gehe mal helfen. So. Laune ist etwas angespannt. Wir einen Schei, oder? Ja, können wir machen. Du bist jetzt so sehr angespannt. Ja. Ha? Ja, aber wenn es jetzt losgeht, ja, dann trinken wir keinen Chai mehr. Vor dem Entschluss, dass wir jetzt abbauen, hatten wir gesagt, wir trinken jetzt alle noch einen Chai zusammen und bauen dann alle zusammen ab. Aber ja, man weiß es nicht. Ist jetzt halt sehr spontan und doof. Ich mache jetzt hier das. Wir haben sehr viel Wasservorrat. Den versuche ich jetzt hier zu verräumen. Weil das haben wir alles in meinem Vorzelt stehen gehabt. Voll praktisch. Wohin damit? Ja, pack ein ins Auto, in so eine Kiste, ne? Ja. Die alte Teekanne, die wir hatten, die bleibt auf. Können wir uns nicht von trennen. Aber eigentlich haben wir keinen Platz. Ja. So ist es. Scheiße. Ja. Aber gut, dass es nicht dicht ist. Gut, dass es nicht undicht ist. So. Ja, vermute ich. Komm mal bitte jetzt selber gucken. So, wir haben ja hier immer das als Abstellraum benutzt. Lass mich raus, dann gehe ich alleine gucken. Weil Karine ja nicht hier geschlafen hat die letzte Zeit. Ja, und da hat sich wohl Kondens gebildet in der Ecke. Das sind jetzt Stockflecken. Ja? Ja. Kommst du rein? Komm rein.
kam. So. Der Boden ist trocken. Ja, es hat jetzt nicht reingeregnet, weil so wie es geregnet hat, wäre, ja, ich weiß, das ist an der Wand. Einfach da, da stand die Bastelkiste vor die ganze Zeit. Ich wollte jetzt da erstmal putzen und dann wollte ich den Heizlüfter da drauf richten zum Trocknen. Ja, da oben eine neue Matratze hier in der Türkei. Ja, und eine Latte vom Lattenrost müssen wir erneuern. Die ist gebrochen? Nein, da ist Stockflecken. Ja. Hier. Hier haben wir einmal brauchen wir Matratze und hier haben wir Stockflecken. Genauso wie hier. Das putze ich jetzt alles ab. Und dann müssen wir das neu holen, ausbessern. Ah, immer was Neues. Alter Falter, das war eine Aktion. Vorzelt ist weg. Ihr seht nichts, es ist dunkel. Und hier war das mega Chaos. Es ist jetzt wieder einigermaßen ordentlich. Hier haben wir das Problem jetzt gelöst, indem wir ausgewaschen haben, abgewaschen haben, Matratze umgedreht haben, alles trocknen, frisch beziehen. Gleich lassen wir erst noch trocknen, da ist Fenster auf, einfach das zirkuliert. Die Schränke sind alle voll, der Kofferraum ist voll. Wir konnten das Vorzelt jetzt, hier ist so eine Halle, da können wir es jetzt erstmal trocknen lassen. Ihr hört den Wind bestimmt auch, ne? Es ist jetzt schon windig, es hat angefangen zu regnen. Ja, ich habe hier, guck mal, das finde ich so schön, die Blumen, bisschen Dekoration. Ja, was das Weiberherz begehrt. Naja, und unsere Weihnachtsdings haben wir noch. Es sind so viele Fliegen hier drin jetzt, weil wir hatten alles auf die ganze Zeit. Mann, Mann. Jetzt haben wir keine Weihnachtsbeleuchtung mehr, weil ja das Zelt weg ist. Aber ja, egal. Ja, ich würde den Vlog jetzt hier beenden, ihr Lieben. Wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf. Smurfy hat übrigens in der Zwischenzeit, der hat auch die Gunst der Stunde genutzt, ist hier drauf gegangen. Und hat hier gegessen, als wir draußen das Vorzelt abgebaut haben. Und jetzt ist die Plauze. Etty? Bist du satt? Seitdem schläft er. Glücklich und zufrieden. Der Beagle. Ich weiß, einige Zuschauer haben auch einen Beagle. Man muss immer auf der Hut sein. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen in alter Frische. Tschüss. Ich wollte noch was anfügen. Bitte drückt uns die Daumen, dass die Nacht ruhig wird, dass wir gut schlafen können. Und am allerwichtigsten, dass kein Hagel kommt, der uns hier das Dach zerstört. Das ist nämlich unser aller Sorge, dass dicke Hagelkörner kommen. Vor ein paar Tagen waren die noch so groß hier, also so haselnussgroß. Das war echt heftigst laut. Ja, dass wir einfach keine Löcher hier haben. Das wäre lieb. Bis morgen.